Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern war endlich die Launch Trailer Premiere zu Season 5. Ich gehe auch fest davon aus, dass das die Season 5 Eröffnungs- oder der Season 5 Eröffnungstrailer sein wird. Wenn wir dann am 12. Mai um 19 Uhr unsere PlayStation, PC, Xbox starten und der Download fertig ist, wird wahrscheinlich der Trailer abgespielt werden. Und wenn wir dann starten, sehen wir einen absolut krass komplett zerstörten Skull Town Bereich. Gehe ich mal von aus. Ich möchte euch auf jeden Fall in diesem Video den Trailer nochmal zeigen für alle, die den nicht gesehen haben. Und vor allem möchte ich eine Analyse hinten dranhängen, die sich wirklich lohnt. Ich werde es ein wenig mehr ausschmücken. Es gibt ein paar Details, die Aufschluss auf interessante Sachen geben. Wie zum Beispiel eventuell eine neue Waffe. Natürlich Skull Town komplett zerstört oder zumindest ein großer Teil davon. Vielleicht ein kleiner Hinweis zu einer neuen Map. Frühestens Season 6 gehe ich zumindest davon aus, ein eventuell neues Knockdown-Schild oder eine Fähigkeit oder ein Perk für die Knockdown-Schilder könnte ich mir vorstellen, sehe ich aus, das ist eine Eigeninterpretation von mir, habe ich nirgendwo gelesen. Und dann dementiere ich, dass dieses Zepter, was Loba die ganze Zeit in der Hand hält mit diesem Wolfskopf, ich dementiere, dass das das Erbstück ist, gehe ich fest von aus. Warum, werdet ihr dann sehen. Und dann gehe ich davon aus, dass man vielleicht ein paar PvE-Elemente im Trailer sieht, die vielleicht in Season 5 eingebaut werden. Und bevor das gleich losgeht, Phase 6 vom Ingame-Teaser. Eine absolute Enttäuschung, wer es nicht mitbekommen hat. Gestern um 19 Uhr mit dem Trailer startete auch die Ingame-Teaser-Phase. Sechste Phase, denkt man, das ist die finale Phase, da kommt irgendwas richtig Geiles. Es ist dasselbe wie Phase 4. Quasi, wenn ihr im Hintergrund in der Lobby seid, taucht Loba dann nochmal aus, teleportiert sich da kurz in den Hintergrund und dann läuft sie da lang, teleportiert sich wieder weg und das war's. Eine absolut unkreative Enttäuschung, weil die fünfte Phase eigentlich mit dem Teleport sehr, sehr geil war, wo wir da unterirdisch unter der Lobby waren. Was gibt's noch zu sagen? Ja, lasst vorab auf jeden Fall dem Video schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr noch gerade rund um Apex Legends Season 5 nichts verpassen wollt. Ich starte jetzt mit der Analyse, beziehungsweise zeige ich euch erst nochmal den Trailer, dann gibt's eine fette Analyse und wer vielleicht mein Analysevideo mit dem von iLoot Games vergleicht, der könnte denken, ich habe das jetzt alles 100% von ihm abgeguckt. Ich habe mir nämlich vorher seine Trailer-Analyse mal reingezogen und er sagt so ziemlich fast alles das, was ich auch irgendwo erkannt habe, bis auf vielleicht ein, zwei andere Sachen. Jetzt aber viel Spaß bei dem Trailer und der Analyse. Ciao. Over, tin can. Caught in the middle of your way. Now your hands are in. Every word you said feels hollow. Promises you made are dead and washed away. Your smoke and mirrors won't change what I know. To
Someday. But for now... Los geht's mit meiner Analyse. Viel Spaß! Erster Break gleich mal am Anfang, finde ich nämlich ziemlich witzig, wird vielen entgangen sein. Auf der Bombe steht Have a nice day. Hier bin ich auch gespannt, wie groß wird nachher die Zerstörung von Skulltown überhaupt sein. Haben wir überhaupt noch irgendwas von diesem Bereich, auf dem sehr, sehr viele Leute inklusive mir gerne gelandet sind? Ich würde es schade finden, wenn der Bereich komplett zerstört wäre. Er legt auf jeden Fall das Tunnelsystem offen und wir haben so einen Eingangsbereich zum Tunnelsystem und wohl angeblich soll sich das Tunnelsystem bis zum Hydrodamm oder bis zum Wraith-Labor ziehen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie groß dieses Tunnelsystem sein wird. Nächster Stopp, gleich ein paar Sekunden später. Ich gehe fest davon aus und viele denken wahrscheinlich, dass das der Gibraltar-Kuppel sein wird. Ich gehe davon aus, dass es eben nicht die Gibraltar-Kuppel ist. A, ist sie viel zu flach und nicht gerade sehr breit, wenn man das so ein bisschen betrachtet. Auch wenn man die Kuppel nicht komplett sieht, umgibt sie den Pathfinder hier gerade mal so. Wir gehen davon aus, wir sehen ja, der Pathfinder ist ja gedownt. Deswegen denke ich, dass es eine neue Art Knockdown-Schilder geben wird oder vielleicht dieselbe Art mit Fähigkeiten versehen. Vielleicht muss man was Spezielles einsammeln und wenn wir dann gedownt sind, können wir uns so vielleicht vor einem Airstrike schützen und wir werden nicht komplett getötet. Das ist eine Vermutung von mir, die ich so rein interpretiere, die ich nirgendwo gelesen habe. Es könnte aber auch sein, ihr wisst ja, dass wir mitten in Season 4 für die unterstützenden Legenden Lifeline, Loba wird die zweite unterstützende Legende sein, die das benutzen kann. Und zwar diese blauen Lootboxen haben ein extra Fach. Loba und Lifeline sind die beiden einzigen, die dieses extra Fach öffnen können. Und so könnte es vielleicht sein, dass die Legenden Pathfinder, Krypto und Bloodhound die aufklärende Legenden sind unter diesen spezifischen Legendenarten gibt es noch die passiven und die offensiven Legenden, dass das vielleicht eine weitere Fähigkeit für die aufklärende Legenden ist, dass man sich eben, wenn man genockt ist, mit so einem Schild komplett rundum körpermäßig wie so ein Körperkondom einfach schützen kann. Finde ich auf jeden Fall eine absolut interessante Sache. Ich gehe aber, wie gesagt, eher von einem Knockdown-Schild aus. Über den Teleport muss ich jetzt nicht mehr so viel erzählen und ich gehe nach wie vor davon aus, dass es eine taktische Fähigkeit sein wird und nicht die ultimative. Warum? Kommen wir auf jeden Fall gleich dazu. So, an der Stelle nochmal pausiert. Hier wird es echt interessant, vor allen Dingen für alle Story-Freaks, die sich mit den Hintergrund-Stories sehr, sehr gut auskennen. Danke auch nochmal an Pepper, der mich drauf gebracht hat. Wir sehen hier kurz nachdem Loba auf diesen Kopf hier schießt, dieses Warn. Fragen oder diese ganzen Warnhinweise. Und hier auf der rechten Seite sehen wir einen Namen. Psamate, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall soll das der Heimatplanet von Lifeline sein. Und vielleicht ist es ein versteckter Hinweis, dass Respawn an einer dritten Map arbeitet für diesen Planeten. Ich glaube nicht, dass das in Season 5 der Fall sein wird. Frühestens Season 6 oder Season 7 können wir vielleicht davon ausgehen. Aber es ist echt interessant, was die ganzen Leute, die sich mit der Hintergrundgeschichte auch rund um Titanfall sehr gut auskennen und sowas da überhaupt rauslesen. Jedenfalls wär's geil. Und an dem Punkt möchte ich nochmal den PvE-Modus irgendwo an,
sprechen. Ich glaube, in Season 2 habe ich schon mal über den PvE-Modus gesprochen. Da gibt es ja immer noch hartnäckige Informationen in den Quellcodes und Leaks, dass es einen PvE-Modus geben soll. Und ich habe vor kurzem darüber berichtet, ich blende es auch nochmal ein, es soll in Season 5 Quests geben. Nicht zu verwechseln mit den Herausforderungen, sondern richtige Quests. Das klingt für mich wie Storyline-Quests. Und zwar soll es so sein, ich blende es wie gesagt ein, ich übersetze das jetzt nochmal grob, jage nach Antworten und wer erfolgreich ist, wird reich mit Schätzen belohnt. So grob übersetzt. Und deswegen könnte es vielleicht sein, dass wir endlich mehr Story im Spiel bekommen. Erinnert euch an Krypto, das ist mein bestes Beispiel, warum ich mich so sehr nach Story basierenden Sachen im Spiel so sehne. In Season 3 oder Ende Season 2 wurde Krypto groß angekündigt und es hieß, Krypto ist verantwortlich dafür, dass wir überhaupt auf dem World's Edge sind, weil er die Apex Games auf den King's Canyon gecrashed hat, um nach Beweisen auf dem World's Edge gegen das Syndikat zu suchen. Wir haben aber jetzt gleich bald Season 5 und wir wissen noch immer nicht, ob Krypto überhaupt erfolgreich war. Und deswegen denke ich, Respawn hat gehört, wir möchten alle mehr Hintergrundinformationen haben, bringt jetzt die Quests und wir können vielleicht für jede Legende, wenn wir eben so eine Quest starten, Hintergrundstory-Informationen bekommen. Würde ich mega cool finden, ist aber wie gesagt nur meine persönliche Vermutung. Und jetzt wird eine 301 von so einem Roboter aus dem Waffenregal gestohlen. Und zwar wie? Mit der meiner Meinung nach ultimativen Fähigkeit von Loba. Und hier möchte ich nämlich dementieren, dass das Wolfszepter ihr Erbstück sein wird. Und zwar steht nämlich hier das Zepter, mit dem wir augenscheinlich sehen, sie diesen Teleport von der Waffe erzeugt, um so quasi dem Gegner den Loot zu klauen. Also ist das quasi der Teaser dafür, dass das die ultimative Fähigkeit sein wird und nicht das Erbstück. Hier sehen wir es nochmal in voller Pracht. Es könnte natürlich auch sein, das glaube ich aber nicht, dass Loba gleich mit diesem Zepter als Erbstück ausgestattet ist. Zum Start direkt haben wir Loba und das Erbstück dabei. Ich glaube aber, sie kriegt ein anderes Erbstück irgendwann in den kommenden Seasons. Meine Vermutung, lasst euch gerne aus, was ihr davon haltet. Hier kommen wir jetzt zu meiner Vermutung, warum ich denke, dass der Teleport nicht die ultimative Fähigkeit sein wird. Achtet jetzt mal ganz genau drauf. Ich mache es nochmal ein klein wenig zurück. Sie aktiviert jetzt den Teleport. Zack, Nummer 1. Und hier hat sie ihn gleich ein zweites Mal aktiviert. Und deswegen gehe ich davon aus, das wird eine taktische Fähigkeit wie beim Octane sein. Erinnert euch, wenn er die Spritze sich reinhaut und die Wirkung der Spritze zu Ende ist, kann man 2 Sekunden später diese Spritze wieder aktivieren. Und genauso gehe ich jetzt davon aus, dass das mit Lobas Teleport so sein wird. Man hat vielleicht auch wie beim Revenant jetzt 2 Ladungen, die man kurz nacheinander einfach aktivieren kann. Oder es ist die ultimative Fähigkeit, die man aktiviert und man hat vielleicht 20 Sekunden Zeit und kann so oft den Teleport verwenden, wie man will. Ich glaube aber eher, dass das Gegenteil der Fall ist und die ultimative Fähigkeit ist, den Loot zu klauen. So, jetzt kommt natürlich hier nochmal ein Teleport, der dritte. Hier geht der Kopf vom Skulltown unter und hier mache ich kurz Pause. Wie es in jedem Trailer so ist, hat wahrscheinlich kaum einer mitbekommen. Ist natürlich hier wieder ein verstecktes Nessie, was ich immer wieder sehr, sehr geil finde. Hier nochmal kurz ein Cut, denn ich bin der Meinung, dass wir hier die neue Waffe in Season 5 sehen. Ihr könnt mich gerne
berichtigen, wenn ihr denkt, ihr erkennt vielleicht doch eine Handfeuerwaffe, die es in Apex schon gibt. Ich dachte ursprünglich, das ist vielleicht die Wingman. Ich gehe aber davon aus, wenn ich mir die Mündung und das alles so angucke, das sieht nicht nach einer bekannten Waffe aus. Jedenfalls nicht für mich. Ich gehe davon aus, dass wir in Season 5 eine Handfeuerwaffe bekommen. Finde ich für mich persönlich ein bisschen enttäuschend. Auch die Sniperwaffe, die Sentinel fand ich in der letzten Season schon oder in der aktuellen Season nicht so geil. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, vielleicht die Car oder die SMG aus Titanfall endlich in den Händen zu halten, also quasi eine MP oder vielleicht ein Sturmgewehr. Wie es aussieht, wird es eine Handfeuerwaffe. Das soweit zu meiner Analyse. Okay, das war's mit meiner kleinen Trailer-Analyse. Ich habe es bewusst ein bisschen ausgedehnt, weil es wirklich kleine, aber feine Details gab, die es lohnt, drüber zu sprechen oder einfach mal seine Interpretation da freien Lauf zu lassen. Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von meinen Interpretationen haltet, beziehungsweise, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, vielleicht einfach mal selber eure Meinung reinschreiben, was ihr denkt, noch gesehen zu haben, was ich nicht entdeckt habe oder was ihr wahrscheinlich denkt, was anders sein könnte. Zum Beispiel die Waffe zum Schluss. Denkt ihr, es ist doch eine Waffe, die ich einfach nur nicht erkenne? Möglicherweise. Das soll es jetzt wie gesagt gewesen sein. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends, gerade um Season 5 nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.